Je nachdem, ich würde es dann richtig übertrieben groß machen. Und dann braucht man es halt auch nicht mehr, weil man dann sowieso einmal das Feld. Okay, das muss weg. Einmal das Feld absenzt sozusagen, also abfließen lässt. Mit einem Wasserfluss wahrscheinlich dann. Und ja, dann braucht man es erstmal für bestimmt 70 Folgen nicht mehr. Es reicht ja eigentlich auch hier schon sehr, sehr lang, der Kartoffelvorrat. Vielleicht legen wir aber trotzdem nochmal ein Feld an. Weil wir sind schon recht oft auf dem Feld. Relativ oft. Muss man sagen. Aber es reicht eigentlich. Es reicht. Aber ist das unser Anspruch, dass es reicht? Nein, das kann nicht sein. Kann natürlich auch gut reichen. So. Habba, habba. Giftige Kartoffeln. Kann mir mal jemand sagen in den Kommentaren, was man mit giftigen Kartoffeln anstellt? Hätte ich jetzt nämlich überhaupt keinen Verwendungszweck für, außer wenn ich mich selbst mal vergiften möchte, spontan. Warum ich das machen sollte, weiß ich allerdings nicht. So, wir bauen mal hier, weil wir noch drei Tropenholz drin hatten, bauen wir sie einfach mal an. Und dann haben wir hier noch so eine schöne Kakaobohnenfarm. So, ein bisschen Kartoffeln haben wir. Wir haben auch wieder 5 giftige aufgenommen, natürlich. So, wie das sein muss. Und dann fahren wir mal zurück. Würde ich sagen. Ich hätte auch super gerne einen unterirdischen Anschluss zum Feld. Das wäre ganz geil eigentlich. Wir bräuchten nur wieder Schienen. Also, dass wir dann so eine Lore mit Kisten hin und her schicken können. Hätte ich auch gerne für unser unterirdisches Buddelzentrum, das wir uns da vor kurzem gebaut haben. Wäre ganz geil. Das einzige Blöde daran wäre halt nur, wir bräuchten echt Schienen wie Sau. Wir haben noch 25 Antriebsschienen, einige normale Schienen. Könnte eigentlich reichen, ne? Diamanten ein. Das Problem ist nur, wenn ich das jetzt anfange, dann komme ich nie dazu, das Haus weiter zu bauen. Das wisst ihr ja. So. Ich hätte da gerade so Bock drauf, ne? Wo könnten wir es denn langführen lassen? Machen wir das mal erstmal theoretisch. Theoretisch könnten wir es. Ich würde es cool finden, wenn es irgendwie oben lang fahren würde. Wenn es oben lang führe. Also vielleicht hier. Ja, ich weiß, ich baue jetzt schon wieder sinnlose Kacke wahrscheinlich. Die kein Mensch will, die kein Mensch braucht. Und das ist auch gut so. Das ist Minecraft und dafür ist das Spiel da. Ah, ja, das klappt super. Wobei, warte mal. Das ist ja hier gar kein... Okay, vielleicht doch. Vielleicht ist es doch ein... was auch immer. Ach, Kacke. Wir brauchen natürlich 3 und nicht 2 Steine. Wie machen wir das? Plugs. Vielleicht hier? Warum eigentlich nicht? Was zur... Was habe ich denn hier gemacht? Warum ist hier so ein Loch? Ah, dummes Schild. Was habe ich hier gemacht? Aha, okay. Ich baue das mal hier zu, ja? Danke. So. Okay. Und dann nach rechts, würde ich sagen. Oh, guck mal, kriegen wir auch gleich wieder Eisen. Also Eisen kriegen wir echt hinterhergeworfen.
hinterhergeworfen. Oh, schon fertig. Cool. Eisen. Heftig. Nehmen wir natürlich mit. Wir sind ja keine Rohstoffverschwender. Auch Kohle kann man immer brauchen. Wir nehmen sie mit. Wir haben die Zeit. Ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Auch ein Thema, das wir mal ganz kurz ansprechen könnten, was technisches zum Thema Let's Play an sich. Minecraft, ne? Das Let's Play läuft ja schon länger. Und was ich irgendwie nie gemacht habe, ist Abmoderation. Einfach, weil man bei Minecraft immer so schön drin ist beim Let's Playen. Also mir geht es zumindest so. Ich bin da immer so schön vertieft und ja, in dieser Minecraft-Welt eben. Sodass ich dann nie großartig Timer nebenher laufen lassen möchte, der mich dann jede 15 oder 20 Minuten aus dieser Welt reißt und mir sagt, hey, du solltest jetzt mal abmoderieren. Auf der anderen Seite würde es natürlich auch einige Sachen vereinfachen. Beispielsweise, wenn man mal eine Nachricht übers Handy kriegt, könnte man die kurz lesen oder man könnte kurz was trinken, was ich ja sonst immer sehr heimlich mache. So, irgendwo über uns ist das Pferd. All das wäre natürlich einfacher, würde ich das mit einem Timer machen. Aha. Aha, cool. Wir sind genau auf derselben Bahnlinie, übrigens. All das wäre natürlich leichter, muss man ganz klar so sagen. Aber die Frage ist halt, wollt ihr das oder nicht? Das ist wieder was, vielleicht mal euch so ein bisschen entscheiden. Wir können es ja mal spaßeshalber vielleicht in der nächsten Folge mal ausprobieren. Aber es wäre wirklich nervig, weil bei Minecraft vergeht die Zeit halt echt sehr, sehr schnell. Und dann wäre ich praktisch nur noch am... Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge machen. Ich weiß, nicht nur noch, aber gefühlt wäre es so für mich. So, jetzt können wir theoretisch auch immer den hier machen. Blöcks. Und gucken, wo wir denn hier sind. Das ist ganz praktisch jetzt. Blub. So, machen wir das mal kurz wieder. Ja. Oh nein. Wow. Das war ja super. Aber wir sind schon hier. Alles klar. Das ist ja schon mal sehr gut. Wir haben jetzt natürlich alles kaputt geschwemmt. Das war sehr, sehr clever. Moment, das kriegen wir wieder hin. Das war so, so, so. So, so. 1, 2, 3. Redstone-Fäckelche dabei. So. Gar kein Problemchen. Wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Mit Erde, würde ich sagen. Mit Erde. Na komm. Na gut, das kriegen wir jetzt nicht mehr hin. Schade. Aber was soll's. Ich baue hier mal ganz kurz zu, denn ich glaube, genau das passiert. Oh, oh. Okay, gut. Wo sind wir hier? Warum ist hier über mir Stein? Ach, hier sind wir. Aha. Dürfte ich mal bitte... dürfte ich mal... danke. Hallo? Danke. Au. Okay, wir sind hier. Heißt, hier geht es noch ein bisschen geradeaus und dann nach rechts. Blub, 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 blub. Pio, 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 pio. So, pass auf. Wir machen hier. Hier. Sehr gut. Ist jetzt mega nervig mit dem Kies. Das, darauf könnt ihr schon mal einstellen, dass es jetzt wirklich mega nervig wird. Warte mal, wir machen das cleverer. Wir sind nicht doof, ne? Wir sind nicht doof. So, wir schwimmen jetzt hier mal hoch, gucken, wo hier überall Kies ist. Wahrscheinlich überall. Oh ja. Ah, super. Jetzt brauche ich nur noch so einen Unterwassertrank. Das wäre super. Aber egal. Din, 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 din.
Ich weiß, ich wollte das Haus bauen. Ja, Entschuldigung. Aber ich bin hier gerade so vertieft. Genau das ist es nämlich, was ich meinte. Minecraft, Minecraft, Minecraft. Da ist man einfach immer so... Ja, mal gucken, was man macht. Und dann macht man doch was ganz anderes, als man sich vorgenommen hat. Ich denke, jeder, der Minecraft gespielt hat, kann da mit mir fühlen. Was ich hier gerade mache, ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Muss man ganz klar sagen. So. Noch nicht. So, Sand machen wir auch weg, denn das wäre es gleich in grün. Wir müssen noch ein Stück. Die Musik im Hintergrund ist aber schön. Aus Super Mario Sunshine. Hab ich hier... Ich glaube, hier habe ich noch nie darüber geredet, oder? Doch, habe ich. Dass ich mal diese ganzen Game... Dass ich 4 GameCube-Titel von der Nintendo GameCube habe, die ich unbedingt in meiner Let's Player-Laufbahn noch Let's Playen möchte. Habe ich da mal drüber geredet? Ich bin der Meinung, nein, aber es kann natürlich auch trotzdem sein. Hallo. Von dir habe ich jetzt echt nicht Lust, irgendwie was zu machen. Ich sag dir aber, da ich Hausaufgaben zu erledigen habe, Herr Skelett, dann fühlst du dich nicht so schlecht. Das sind wahrscheinlich auch Sachen, die jeder kennt aus der Kindheit. Ja, kannst du raus, kannst du rauskommen, was machen? Nee, ich habe Hausaufgaben zu erledigen. Wenn so jemand aus der Klasse klingelt, den man eigentlich gar nicht mag. Aber man sagt es ihm natürlich auch nicht, wegen Höflichkeit und so. Danke. Ich brauche eine neue Schaufel. Mann, es läuft nicht gerade rund. Da vorne ist ein Skelett. Das sieht mich nicht. Das sieht mich nicht. Warum sollte es mich sehen? Es hat ja keine Augen im Kopf. Doch, eigentlich schon. Überraschungsangriff! Yeah! Yeah! Kloppen! Wow! Kloppen! Er weicht mir aus! Kloppen! 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 Oh! Noch mehr kloppen! 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 Ey! Hör auf damit! Hör auf mich zu verarschen! Kloppen! Kloppen! So, jetzt aber mal gut, ey. Mit dem ganzen Kloppen hier. Meine Güte. Alle Skelette sind fieser geworden. Muss man so sagen. Kann man nicht anders sagen. Muss man so sagen. Greg, es ruckelt gerade etwas. Warum auch immer. Warum spawnt hier ein Creeper? Er ist wahrscheinlich gar nicht hier gespawnt, sondern einfach hier hingelaufen. Hallo, hallo, hallo. Spiel. Spiel. Mach jetzt nicht sowas mit mir. Spiel. Warum ruckelst du? Spiel, oh Spiel, oh Spiel. Wir hatten schon ewig lang kein Creeper-Loch mehr. Irgendwo. Gag! Boah, es nervt ja wie Sau, ne? So, gute Nacht. Meine Güte. So, ich mache mal ganz kurz eine Aufnahme. Hallo. Wir sind wieder zurück. Im Rögiland. Alter. Also irgendwas stimmt hier nicht. Jetzt geht's wieder. Okay, jetzt geht's wieder. Dann machen wir mal weiter, als wäre nichts gewesen. Wir haben mal ein bisschen unsere Landschaft verändert. Gut, dass wir gerade so viel Kies eingesammelt haben. Machen wir gleich. Ja, auch hier hat man Creeper-Einzug gehalten. So, das sieht okay aus. Redstone haben, Glowstone haben wir zum Glück in der letzten Folge erst gesammelt. Da dürfen wir jetzt genug davon haben. Ich hoffe wirklich, ja. Wahrscheinlich wird der eine oder andere doch schadensfroh sein. Wollte gerade sagen, ich hoffe wirklich, dass niemand von euch jetzt schadensfroh ist. Aber ich glaube, das wird sich nicht vermeiden lassen. So glimpflich, wie ich hier immer durchgekommen bin durch die Welt. Aber die neue Version... Ja, sie fordert schon ihre Opfer. Schon jetzt. Einen Glowstone-Staub habe ich nur bekommen.
Das heißt, wir haben praktisch einen Glowstone verloren, mehr oder weniger. So, 1, 2, 3. Mama mia. Gut, wobei es jetzt auch ein bisschen geschuldet den Lags war. Muss ich ganz echt sagen. Muss ich ehrlich sein. Ohne die Lags hätte er mich vielleicht nicht bekommen. Vielleicht. So. Alles wieder hergestellt. Das Gras wächst da wieder drüber. Und dann ist auch Gras über die Sache gewachsen.